Bianca, kann ich nicht einfach meine eigene Wunschkundin sein? Diese Frage hat mich zum Fragenfreitag erreicht und ich finde sie super spannend und möchte sehr gern darauf eingehen. Wenn auch du Fragen hast, dann schick sie mir sehr, sehr gerne und folge mir hier für weitere Tipps. Wenn du selbst deine eigene Wunschkundin bist, dann weißt du natürlich, welche Themen dich interessieren, welche Bedürfnisse du hast, welche Probleme du hast, wie du angesprochen werden möchtest. Also all das, was du ansonsten definieren müsstest. Das spricht sehr stark dafür. Das große Problem ist aber, dass wenn du selbst für dich schreibst, dass ich nicht das Gefühl habe, dass du mir helfen kannst. Denn ich habe das Gefühl, du bist dann exakt auf derselben Stufe wie ich. Und ich muss aber das Gefühl haben, dass du ein paar Schritte weiter bist. Dass du mir auch wirklich weiterhelfen kannst und eine Expertise hast in dem, was du da anbietest. Ein weiteres Problem, wenn du für dich selbst schreibst, ist, dass du zu viel voraussetzt. Also, dass du tatsächlich die Leute nicht erreichst, die ein paar Stufen hinter dir sind und deine Hilfe gebrauchen könnten. Also, selbst wenn du dich selbst als deine eigene Wunschkundin setzen möchtest, musst du nochmal diese Arbeit machen, dass du innerlich ein paar Schritte zurückgehst und überlegst, wie ging es mir vor ein paar Jahren? Was waren da meine Bedürfnisse? Was waren da meine Themen? Das heißt, im Prinzip definierst du dann doch wieder die Wunschkundin, auch wenn sie auf dir in der Vergangenheit basiert.